Hallo, ich bin Meo, ich bin 13 Jahre alt, ich bin in der 6. Ich bin Bianca Heiderscheid, ich bin 19 Jahre alt und ich bin auf der Premiere und wir befinden uns bei einem Fotostudio. Ich bin schon seit 2 Jahren in der Entreprise. Am Anfang wollte ich das Programm von Adobe kennenlernen, aber ich wollte auch verstehen, wie die Werbung eigentlich aufgebaut sind. Ich bin schon seit 3 Jahren in dieser Entreprise. Und ich habe am Anfang rausgesehen, weil ich mich wirklich für Fotografie, aber auch für Kommunikation interessiere. Und ich will später am Anfang Lehrerin gehen, halte mir aber gerne noch eine zweite Option auf der Schule. Ich interessiere mich auch für Kommunikation und dass ich auch vielleicht aber Kinder in diesem Bereich arbeiten will. Chelsea Studios ist eine Kommunikationsagenz, also in diesem Sinne. Sie macht Werbung für eine Unternehmen, das hauptsächlich im Grafikdesign. Wir sind mich aber auch Foto- und Videoreportagen. Wir haben sogar eine eigene Sendung, die heißt Land-TV. Und mit anderen Unternehmen zusammen organisieren wir Events, wie zum Beispiel mit dem Sport Battle Royale oder mit der Musik den Lamon Air Festival. Wir haben sogar eigene Events, die wir organisieren, wie Pool sind an Halloween und am Sommer Chelsea Lounge. Aber ich fand es ganz flott, weil wenn ich am nächsten Jahr sind, dann so eine Entreprise ist, dann sind sie nicht nur mit Leuten aus der Klasse, sondern auch mit anderen Schülern hier. Ich lerne die neue Leute kennen, die sich eigentlich für dieselbe Sachen interessieren wie selber. Und dadurch lerne ich noch sowohl von den Profen wie aber auch von den Schülern immer neue Spikes, kann ich gegenseitig von ihnen lernen. Und ich habe so viele Möglichkeiten an der Entreprise Chelsea Studio, so viele Optionen, wo ich einfach in die verschiedenen Bereiche kann entdecken gehen und sich ausprobieren gehen, wie ich das finde, was einem gefällt oder Spaß macht. Wenn ihr mehr gewinnt, davon von uns mehr auf unserem Internet seht, chelsea.lu oder bei den verschiedenen Instagram-Accounts von Lucia Messing.